Skifahren im Wald verboten. Wir machen somit mal nichts verboten. Richtig. Puh, Glück gehabt. Und es ist sehr griffig und es läuft ganz gut. Ja, mega gut. Jetzt müssen wir fast hoffen, dass es nicht zu warm wird, weil matte Pampe, so lala. Gefrorener Boden natürlich, mega. Sonne, wir kommen. Und was gibt's Neues? Neu, Schnee, Sonne. Da spitzelt sie. Hier hoch wird es gleich selektiv. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, mal schauen, ob wir es rauf schaffen. So klar ist es nicht. Boah, in der Sonne wird es gleich mega warm. Fuck. Er fährt noch. Ich nehme. On top of the mountain. Juhu. So, Kamera mal ein bisschen anders. Schauen wir mal, wie es wird. Das ist, wie wenn du deinen Schwellschädel aufhast, gell? Du wolltest es so. Mountainbiken gehört mit Sicherheit zu den größten Leidenschaften in unserem Leben. So freuen wir uns immer wieder, wenn wir losziehen können. Gerade die eisigen Tage im Winter, an denen aber noch nicht so viel Schnee liegt, eignen sich ganz besonders dafür. Ja, zugegeben, diesmal lag schon etwas mehr Schnee und dementsprechend konnte man nicht mehr ganz so leicht rauffahren und musste auch den ein oder anderen Meter schieben. Gleichzeitig reizt uns natürlich auch die Herausforderung zu probieren, was möglich ist und den Trail, den man eigentlich in- und auswendig kennt, in ganz anderem Licht zu sehen und Stellen, bei denen man normalerweise überhaupt kein Problem hat, nochmal als Challenge erleben zu dürfen oder auch müssen. Nicht nur das, sondern auch die kalte Luft, die einem unendlich frisch vorkommen lässt, wenn man sie atmet, hat uns mal wieder gezeigt, wie schön es ist, einfach rauszugehen. Denn natürlich, auch für uns ist eine gewisse Überwindung dabei, loszuziehen. Doch wir haben es schon so oft überwunden, dass wir wissen, dass es sich allemal lohnt und dass man immer mit einem Strahlen im Gesicht zurückkehrt. Ganz egal, wie ungern man am Anfang losziehen wollte. Bei solchen Bildern merkt man auch wieder, wie viel Kraft der Winter dann doch hat. Denn eigentlich war er heuer ja doch sehr human. Der Januar war so warm, dass es gar kein richtiger Januar war. Auch wenn es natürlich mit der Gasproblematik mehr als gut war, sodass die Speicher gefüllt werden konnten, werden wir sehen, was es für die Natur mit sich bringt. Denn irgendwie haben die krassen Minusgrade ja doch ein bisschen gefehlt. Naja, an umgestürzten Bäumen, die kein Einzelfall waren auf der Strecke, merkt man aber, dass trotzdem wenigen Schnee und dem eigentlich bisher ganz glimpflichen Wetter einiges an Kraft in der Natur vorhanden ist und der Winter dann doch den ein oder anderen Wechsel mit sich bringt. Nach so einer Winterbike-Tour fühlen wir uns ehrfürchtig vor der Natur. Frei und groß, weil wir das erleben durften und trotzdem irgendwie klein, wenn man sieht, was für Kräfte die Natur hat. Und ja, wie klein wir darin eigentlich sind und trotzdem wichtig für unsere Angehörigen, unsere Familie und unsere Freunde. Das sind schöne Gedanken, finde ich. Und noch schöner ist es, nach so einer Tour dann tatsächlich wieder ins Warme kommen zu dürfen. Und da haben wir was ganz Neues ausprobiert mit der Kaffeemaschine. Es war unglaublich lecker.